Kannst du einen Doppelsprung machen? Jetzt nicht mehr. Ich habe eben dank Dreier dieser Lollis oder was auch immer das ist, habe ich die Fähigkeit dazu bekommen. Aber jetzt bin ich wieder hier und scheiße. Du hast noch 4 Sekunden diese Fähigkeit und bist tot. Jetzt bin ich tot. Verdammt. Ich brauche eigentlich... Ich brauche dringend Energie. Das ist viel wichtiger wie ein Level Up. Wir verlieren hier so. Oh, failen und so. Oh, shit, ey. Schwul. Nein, weißt du, was schwul ist? Was? Wenn man den Team Fortress keine Güter hat. Ah, okay. Ey! Was zum... Ey! Ich wollte gerade sagen, ey, das wäre immer fies gewesen. Das ist so derbe verbackte. Ja, so waren die Spiele von damals halt. Was wir machen. Sind das Roboter-Otifanten? Ja, ich weiß nicht, was das genau sei. Buschmänner-Otifanten halt einfach. Sehr gut, ey. Sehr gut, sehr gut. Buschmänner-Otifanten. Buschifanten. Buschifanten, ey. Buschi. Ich hab mich selber mit einer Flasche erschlagen. Bin tot. Wow. Ist das gut? Findest du gut? Ja, ja, ich weiß. Ja, nein. Hallo, ich spiel doch kein. Ich spiel doch nicht, ich guck dir doch zu, du Depp. Ja, man weiß es ja nie. Du kannst doch nicht mal da. Bin ich Keanu, ja? Das Spiel ist dir einfach nicht hutlastig genug und dann spielst du vielleicht nebenbei und dann. Hutlastig? Oh mein Gott, was hab ich getan? Siehst du, ich wusste, du spielst es nebenbei. Nein, ich hab das Rap-Symbol unten in meiner Leiste verschoben. Echt? Ja. Warum tust du sowas? Weil damit du stolz auf mich bist. Schwul. Ali, wow. Touch. Okay. Mal zwei. Wow. Du hast voll. Was bedeutet dieses Mal zwei nur? Das ist einfach doppelte Bono. Punktzahl. Dings hieß. Ich hoffe mal, du ladest das komplett in ein Part hoch. Wieso? Weil ich dich dazu zwinge. Achso. Warte, das ist natürlich ein Grund. Ja, ich weiß. Yes, I know it. Mata. Wow, ich habe irgendwie einen Schlüssel gerade gefunden. Wofür war der nochmal? Um irgendwas aufzuschließen. Oh, du bist einfach von der fleischfressenden Pflanze angefressen. Ja. Irgendwie will mich hier alles töten. Ich weiß nicht warum. Weil es das letzte Level ist. Ach so. Ja, das ist wirklich das letzte Level. Danach kommt nur noch ein Boss und danach noch ein Boss. Und geil, Bossen. Und danach kommt das gute Ende. Ja, es sei denn, ich habe doch irgendwo was vergessen, aber ich meine, ich hätte in jedem Level. Wenn du das hast, dann musst du einfach normales Neues spielen. Mit Ausnahme. Nein. Ob ich mit mir, der dich die ganze Zeit einfach beleidigt, weil du schlecht warst. Nein. Nimm ich einfach Keanu. Wieso immer Keanu? Du mobbst immer Keanu! Nein! Ja alle, dass Keanu, ich würde niemals Keanu mobben, ich mag Keanu nicht. Siehst du? Ey, wieso? Boomerang Gangster, ich will aber dein Orden, Jägen! Ich will ein Spiel! Ich will Unreal Tournament! Ich will Unreal Tournament spielen! Wollen wir dich hier rein? Ja, Mann! So, jetzt geht's ab hier. Level! Ja, Mann! Wuhu! Was ist das? Das ist ein Stacheln? Oder ist das Meer? Oder was ist das? Das ist, fleischfressende Säule. Säule. Okay. Fleischfressende Säule. Schwul. Einfach immer meine, Grammatik lustig machen. Ja? Nur weil ich Legasthemiker bin. Gut, dass ich weiß, nicht weiß, was das bedeutet. Okay. Wieso fand ich das jetzt witzig? Weiß ich nicht. Genauso wie ich über Klügerlord mich voll kaputt gelacht habe bei Super Mario 74. Ich weiß nicht, Klügerlord ist doch echt ein witziges Wort, oder? Weißt du, was ich jetzt mal kurz machen muss? Hä? Ich muss das hier machen. Genau das muss ich machen. Okay. Das finde ich gut. I have no idea. Das war das Lustige daran, dass sie auch noch die Stimmen vom Heavy und vom Medic getauscht haben. Ah! Der Doktor, der Medic hat einfach das gesagt, was der Heavy sagen sollte und andersrum auch so. Ich verstehe. Was gibt denn noch hier so Lustiges rumliegen? Worüber kann ich mich lustig machen? Nein. So. Okay.
Unsere Goldpaar Christel und Schorsch, komm zu kommen, weißt du, verheiratet, ihr seid ihr nun schon seit 50 Jahren. Wieso? Ey, ich hab hier Stellenanzeige! Ist das doch Todesanzeigen? Wenn das Todesanzeigen wären, würde ich die nächste nicht Das war bestimmt keine Stellenanzeige gerade. Lieber Fabian, du bist endlich 18. Sehr gut, Frau Fabian. Oh, Fabian, heute Morgen, ach du Schreck, lief der Michael die 4 weg. Und irgendwo auch noch die 9, die hinten stand, ist über Nacht, wann nochmal. Also, Achtung, heute Morgen, ach du Schreck, lief der Michael die 4 weg. Und auch die 9, die hinten stand, ist über Nacht davon gerannt. Ach so, doch die 5 und die 0, die kamen schnell und sind ab heute aktuell. Alles Liebe und Geburtstag wünschen wir mir vom Herzen. Mama, Moni, Beate, Heiko, Stefan und Rebecca und Dominik. du natürlich auch. Ja, natürlich. Achtung, hurra, hurra, Noah, wir 2 Jahre. Hallo Noah, alles Liebe zum 2. Geburtstag. Am 19. September 2011 wünsche ich dir deine Oma Heike, Jasmin, Daniel mit Felix und Koja und Dominik. Noah, Noah, dieser Bossfight ist nur für dich. Okay. Sehr gut, Noah. Sag, wow. 18. Geburtstag, bleib weiterhin so begeistert. Jetzt soll ich das vorlesen, ne? Okay, Stellenanzeigen. Klügerlord? Klügerlord? Ich bin der Einzige, der Klügerlord lustig findet. Hey, cool, wir haben wieder so eine Kiste, die sauge ich jetzt mal wieder an. Ich will das jetzt mal probieren. Mach's einfach. Naja, er tötet mich vorher. Ich weiß nicht genau, was das bringen soll. Ist das jetzt wirklich so viel Schaden macht? Gewerblicher Marktplatz, Reisen und Ferien. Was das macht 20 Schaden, das ist wirklich nicht schlecht. Are you sure this will work? Nee. Wieso guckst du jetzt Stellenanzeigen durch? Weiß ich nicht, es liegt hier einfach. Findest du das schlecht? Soll ich lieber mit dir wieder schwul kommentieren? Ja! Todesanzeige vorlesen? Dafür ist ein Let's Play doch da! Nein! Ey, keine Todesanzeigen vorlesen! Nein, das weiß ich auch, dass man das nicht tun soll! Also, das wäre wirklich ein bisschen arg! Willst du nicht mal eine Garage mieten? Gesucht den Herrn in Süd! 2 Garagen zu vermieten! Rüberst du deine lässig Garage zu vermieten? Sehr gut! Ich wollte schon immer mal eine Garage in Herne mieten! Sehr gut, ey. Wo ist der Rest dieser Zeitung? Ich hab hier nur die Anzeigen, warum? Ich weiß nicht, wann. Weil du es kannst, einfach. Du kannst es einfach. Und ich kann diesen Boss besiegen. Ich kann diesen Boss besiegen. Wir können diesen Boss besiegen. Wir werden ihn jetzt schlagen. Nur noch 14 Energieeinheiten hat er. Sein Power-Level ist nur noch 14. Boss, bitte. Sein Power-Level? It's over 40? What? 14? Let's go, stirb! So, wir haben ihn. Okay, was haben wir doch hier? So. Bist du soweit? Das epische Ende? Ja, wir sind kurz davor. Ich hab die Zeit weggeschmissen. Das finde ich gut, weil jetzt kommt erstmal noch ein Boss. Boss. Boss-Time! Boss! Boah! Ja, der epische Endgegner im ganzen Spieleuniversum schießt Bälle und Flugzeuge. Genau, und lässt sich total... Es sieht gar nicht mal so schlecht aus als Endgegner, ne? Aber warum schießt er so einen Scheiß? Er schießt einfach nur Gegner, das ist eigentlich das Einzige, was er kann. Er kann nicht allein und wir werden ihn deswegen auch besiegen, so. Oh mein Gott. Schlechter als Corvelius. Er ist wirklich schlechter als Corvelius. Als Springboard. Gold Value ist aber viel besser wie Dragon Ball. Oh, stirb! Mann, das war sogar knapp. Ha, ich bin der Vater! Oh nein, ich fürchte, wir haben... Nein, doch, wir haben's geschafft! Wir haben das gute Ending, guck dir das an, lauter Dokumente und der... Oh, guck mal, der Papa freut sich. Oh, guck mal, wie er lächelt. Smiley. Juhu! Smiley voll Grütze. Klubschauen. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle Papiere von Papa Paul zusammen. Moment, so. Du musst dich vorlesen. Und er kann endlich nach Hause kommen. Oh, toll. Das ist doch ein herziges Ende, ich bitte dich. You beat the fucking game.
Und so wie ich dich kenn, hast du keinen Plan, was das für eine Melodie ist? Denn du hast die Super Mario World gespielt. Ja. Du bist schlecht, ja das wissen wir. Mit Keanu obendrauf noch besser. Ich hasse und dich. Zusammen gibst du deinen Namen ein und bist dann wirklich sehr gut. Wo ist die Zeitung? Nein, hier wird keine Zeitung mehr gelesen. Lief, guck mal. Heute Morgen, ach du Schreck, lief dem Michel die 4 weg. Nimm die deutsche oder englischsprachige. Französisch kannst du nicht, Italienisch und Spanisch. Na komm, wir spielen dasselbe Spiel jetzt nochmal auf Italienisch. Auf allen Sprachen spielen wir das jetzt nochmal durch. Was eine gute Idee. Warum machen wir das nicht? Denn da können wir auch alles sein. Genau, okay, dann spielen wir jetzt nochmal. Weil? Ach, Moment. Was zur Hölle ist passiert? Ah, mein Stuhl! Moment, ich muss das Spiel nochmal laden. So, zack. Okay. Weißt du, du hast das Spiel nicht 100% gezeigt, das finde ich nicht schlecht. Genau, ja, 100%. Ja, du. Oh. So, Französisch. Ich mag Französisch. Oh, Demerage. Nur die beste Option. La Maison. Okay, auf jeden Fall. Das war so Otti-Fans, werte Leute. Post. Pause. Pause! Denn es gibt Pause! Das war jedenfalls mein Re-Let's Play von The Otti Fans. Nein, das war mein Re-Let's Play von Otti Fans. Ich hoffe, es hat euch diesmal besser gefallen. Also, ich bin das nächste Mal bei Re-Re-Let's Play Light Wars. Genau. Wer da ist, ne, der sollte jetzt schreiben, ich möchte ein Re-Re-Let's Play von Light Wars. Re-Re! Wer dagegen ist, schreit einfach nur WOW! Ins Mikro und nimmt das auf und schickt das dann Rüdiger. Und, Ihr müsst, nein, Leute, ihr müsst das so machen. schwul, Rüdiger. Total schwul. So, auf jeden Fall, das war mein Let's Play. Ich möchte noch etwas sagen, ne? Echt? Wer mir einen Hut in Team Fort verschenkt, der kriegt von mir das Hochzeitsfoto von Rüdiger und seiner Frau. Ich hasse dich. Ich dich auch. Bis dann. Tschüss. Ciao.